My message today is entitled, Where is your first love? Und meine Überschrift heute ist, wo ist deine erste Liebe? Where is your first love? Wo ist deine erste Liebe? Now, I just want to ask you, how many people have ever been in love before? Ich möchte euch fragen, wer von euch war schon mal verliebt? I don't lie. I'm still in love with my wife. Ich lüge nicht, ich bin immer noch verliebt in meine Frau. How many of us have ever been in love before? Wer von euch war schon mal verliebt? Okay. Good. Jemand hat gesagt, immer noch. That's ganz gut. You know, when for the married people who are here, when you start loving somebody, don't stop loving somebody. Even when challenges come, continue loving this person. An alle, die schon verheiratet sind, wenn ihr verliebt seid, dann hört nicht auf, verliebt zu sein, sondern auch wenn Herausforderungen kommen, macht weiter. The singles are learning something, eh? Hier lernen heute die Singles was. Where is your first love? Wo ist deine erste Liebe? I want us to turn to a Bible in the book of Revelations, chapter 2. Lass uns unsere Bibeln aufschlagen in Offenbarung, Kapitel 2. Now, this is one of the letters that Jesus wrote to the church, to one of the churches. Und das ist ein Brief, das zu einem der Gemeinden geschrieben wurde. Actually, he wrote it to 7 local Christian churches. Diese Briefe wurden an 7 Gemeinden geschrieben. These churches that Jesus sent the letters to, they came from Asia Minor. Sie kamen aus dem Gebiet Asien. Actually, now Asia Minor represent the current day Turkey. Und eigentlich ist dieses Asien in der Bibel die heutige Türkei. So Jesus was writing a letter to the churches at that time in Turkey. Also hat diesen Brief damals in die Türkei geschrieben. But realize, although this message is applied to the experience of the specific churches, aber diese Briefe, die zu diesen Gemeinden geschrieben wurden, they are also prophetic of the experiences of the church throughout the centuries. Beinhalten auch die Erfahrungen, die Gemeinden in den Jahrzehnten haben werden. Actually, these letters also they belong to us. Also gehören diese Briefe auch uns. We cannot say these letters Jesus wrote to the churches in those days in the area of Turkey, it was their letter. Wir können nicht sagen, diese Briefe wurden ja nur an die Leute in der Türkei geschrieben und sie können nicht auf uns angewandt werden. But also is a letter to us. Sondern es sind auch Briefe an uns. So in the book of Revelation chapter 2, verse 1, it says, unto the angel of the church of Ephesus write, these things says he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt er, der hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Now here, verse 1, it mentions about the golden candlesticks. Und hier steht etwas über die goldenen Leuchter. When you study this letter, you realize the 7 golden candlesticks represented each church that Jesus wrote a letter to them. Wenn man diese Briefe liest, dann erkennt man, dass die goldenen Leuchter jeweils für eine Gemeinde stehen. So it says that every church had a candle representing the church before the presence of God, and they were lighting before the presence of God. So hat jedes dieser Leuchter eine Gemeinde repräsentiert. And verse 2, Jesus says to the church of Ephesus, I know your works and your labor and your patience and how you cannot bear them which are evil, and that you have tried them which say they are apostles and are not, and has found them to be liars. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden. You know, it excites me that Jesus knows our works. Und es freut mich, dass Jesus unsere Werke kennt. Whatever you do in the name of the Lord. Egal was du tust im Namen des Herrn. Whatever you are doing for God. Egal was du für den Herrn tust. Is not that God does not know. Das kennt Gott.
God knows what you do for him. Denn Gott weiß, was du für ihn tust. Don't do it because of me. Tu es nicht für den Pastor. Do it because of God. Sondern tu es für Gott. And when you are doing it for God, God knows your work. Und wenn du es für Gott tust, dann wird er dein Werk erkennen. Anything you do for God. Alles, was du für Gott tust. He knows it. Kennt er. Maybe it's children's ministry. Vielleicht ist es in dem Dienst für die Kinder. Maybe ushering. Oder im Ordnungsdienst. There are some people, they do some works that people do not notice. Es gibt auch Arbeiten, von denen andere gar nichts mitbekommen. But even you're not doing it so that you can be noticed. Aber du tust es ja nicht, um erkannt zu werden. But God knows. Aber Gott weiß es. God knows your work. Gott kennt deine Arbeit. And it's exactly what he was telling the church in Ephesus. Und genau das sagte er der Gemeinde in Ephesus. I know your work. Ich kenne deine Werke. I know your works. Ich kenne deine Werke. And he goes ahead and says, I know your labors. Und er sagt auch weiter, ich kenne deine Mühsal. God wants you to know that whatever you're doing for him, he knows about it. Gott möchte dich wissen lassen, egal was du für ihn tust, er kennt es. And he realized that these people, they were patient. Und man sieht, dass diese Menschen geduldig waren. They were patient. Sie waren geduldig. He says, I know your patience. Er sagt, ich kenne deine Geduld. Let me ask, how many patient people are here? Wie viele geduldige Menschen haben wir hier? Okay. Wow. In our whole church we have only 3 patient people. In unserer Gemeinde haben wir nur 3 geduldige Menschen. Only 3 people are patient. Nur 3 Menschen, die geduldig sind. I'm a patient man. Ich bin ein geduldiger Mann. But actually you realize patient. Okay, for those people who did not lift their hands, I want you to know this. Aber diejenigen, die ihre Hand nicht erhoben haben, ich möchte euch wissen lassen. Read the book of Galatians chapter 5 verse 22. Lest den Galaterbrief Kapitel 5. It lists down the fruits of the spirit. Da werden die Früchte des Geistes aufgezählt. And it lists out patience as part of the fruits of the Holy Spirit. Und auch die Geduld ist eines dieser Früchte. So if you didn't lift up your hand, then you need to know that there is something that you're lacking. Also wenn du deine Hand nicht erhoben hast, dann gibt es etwas, was dir fehlt. So it's time you need to go to God and say, I need patience. Also solltest du zu Gott gehen und sagen, ich brauche Geduld. As a parent, when you have children who are growing, then you realize you need a lot of patience. Und als Eltern, wenn man Kinder hat, dann erkennt man, dass man viel Geduld braucht. Now that I have children, I think a lot of my mom. Und jetzt denke ich oft an meine Mutter. I have only 2. Ich habe nur 2 Kinder. And there are times they pull me and I'm really working on my patience. Und manchmal ziehen sie an mir und ich arbeite an meiner Geduld. And I realize my mom might have had quite a lot of patience. Und da erkenne ich, meine Mutter hatte wirklich viel Geduld. Giving birth to 8 children. Und sie hatte 8 Kinder. And raising us up. She had a lot of patience. Und sie musste uns erziehen und sie hatte viel Geduld. So patience is part of the fruits of the spirit. Also Geduld ist eines der Früchte des Heiligen Geistes. So tell your neighbor you need patience. Also sag deinem Nachbarn, du brauchst Geduld. Du brauchst Geduld. You need patience. Just tell your neighbor you need patience with me. You need patience with me. Sag deinem Nachbarn, du brauchst Geduld mit mir. Hey. Du brauchst Geduld mit mir. You need patience with me. Sei geduldig mit mich, okay? Be patient with me. You need patience. Du brauchst Geduld. So Jesus speaks, he testified about this church and he says, he speaks about this church and he says, I know your patience. Und so sagt Jesus dieses Zeugnis über diese Gemeinde und sagt, ich kenne deine Geduld. But something else he speaks about this church in Ephesus. Aber was da noch steht über diese Gemeinde? He says, I know how you cannot bear those who are evil. Ich weiß, wie du die nicht ertragen kannst, die böse sind. Now, I have a question for each and every one of us. Do you bear, do you stand people who are evil? Do you entertain people who are evil? Ich möchte dich fragen, kannst du böse Menschen oder Böses ertragen? Don't lie, God knows about it. Lüge nicht, denn Gott erkennt es. Because God knew that this Ephesian church, they could not bear people who were evil. Also wussten sie, dass die Gemeinde in Ephesus das Böse nicht ertragen konnten. Evil people are people who do wickedness, who are involved in wickedness. Böse Menschen damit sind gemeint, die ungöttliche Sachen tun. But at the same time, Jesus speaks about this church. Aber gleichzeitig spricht er über die Gemeinde. And he says, I know that you have tried them which say they are apostles
and they are not, and has found them to be liars. Und er sagt, du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel, und sie sind nichts, und hast sie als Lügner befunden. You have tried those who call themselves apostles. Du hast die geprüft, die sich selbst Apostel nennen. You know, there's a time I said here, not everybody who says they are apostles, they are apostles. Ich habe einmal gesagt, nicht jeder, der von sich behauptet, er ist ein Apostel, ist auch einer. Not everybody who says I'm a pastor is a pastor. Nicht jeder, der von sich behauptet, er sei ein Pastor, ist ein Pastor. Not everybody who says I'm a prophet is a prophet. Und nicht jeder, der sagt, er sei ein Prophet, ist auch einer. But you know, when I think about this statement that Jesus spoke to this church, aber wenn ich darüber nachdenke, was er dieser Gemeinde gesagt hat, then I realize it is correct. Dann erkenne ich, dass es wahr. To try if somebody is a real pastor, is a real apostle, is a real prophet or not. Es ist richtig zu prüfen, ob jemand ein richtiger Apostel oder Prediger ist. Let me just ask you. Ich möchte euch fragen. You called me pastor. How many of you called me a pastor? Wer von euch nennt mich Pastor? Have you ever tried me? Habt ihr mich schon geprüft? Have you ever tried me? Habt ihr mich geprüft? Did somebody say it twice? Have you ever tried me? Habt ihr mich geprüft? If you've never tried me, then you need to try me. Wenn ihr mich noch nie geprüft habt, dann müsst ihr das tun. Jemand sagt, bin gefällig. No, you need to try me if I'm a real pastor or not. Ihr müsst prüfen, ob ich ein richtiger Pastor bin oder nicht. I had somebody also say that, from my fruits. What fruits do you see in me? Ich habe gehört, dass jemand sagte, von deinen Früchten kann man sehen. Actually, the Bible says that you shall know them by their fruits. Und die Bibel sagt auch, du sollst sie erkennen durch ihre Früchte. My prayer is that I'm producing the right kind of fruits. Und mein Gebet ist es, dass ich die richtigen Früchte vorbringe. But not only me, you also need the right kind of fruits. Aber auch ihr braucht die richtigen Früchte. Now, you go back to Galatians, just open Galatians 5:22. Lass uns Galater Kapitel 5 aufschlagen. It speaks about the fruits of the Spirit. Da steht etwas über die Früchte des Geistes. But at the same time it speaks about other fruits. Aber auch über andere Früchte. Galatians chapter 5. Let me start reading from verse 16. It says, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Ich aber sage, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Walk by the Spirit. Lebt im Geist. Live in the Spirit. Lebt im Geist. How many of us are living in the Spirit? How many of us are walking in the Spirit? Wie viele von uns wandeln oder leben im Geist? Verse 17, he says, for the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. Vers 17, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Now, you know yourself better than I do. Du kennst dich selbst besser als ich dich. Are you walking in the Spirit? Wandelst du im Geist? Are you living in the Spirit? Lebst du im Geist? Are you living in the truth of the Word of God? Lebst du in der Wahrheit des Wortes Gottes? Or are you walking according to the flesh? Oder wandelst du nach dem Fleisch? Now somebody will ask me, what are the fruits of the Spirit and what are the fruits of the flesh? Und jemand wird mich fragen, was sind die Früchte des Geistes und was sind die Früchte des Fleisches? Verse 18 says, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. And then verse 19, it says, now the words, the works of the flesh are evident, sexual immorality, impurity, sensuality. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung. So these are the fruits of the flesh. Und das sind die Früchte des Fleisches. It says, verse 19, sexual immorality, Unzucht, impurity, Unreinheit, sensuality, Ausschweifung. Verse 20, it says idolatry. In Vers 20, Götzendienst. Sorcery. Zauberei. Enmity. Feindschaft. Strife. Hader. Jealousy. Eifersucht. Fits of anger. Zorn. Rivalries. Zank. Dissensions. Zwietracht. Divisions. Spaltungen. Envy.
Neid, Drunkenness, Saufen, Orgies, Fressen and things like this. Und dergleichen. I warn you, as I warned you before. Ich warne euch. That those who do such things will not inherit the kingdom of God. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Now, how many of us want to inherit the kingdom of God? Wer von uns möchte das Reich Gottes erben? I will lift my hands and, like Evangelist Scott, I will also lift my legs. Ich werde meine beiden Hände erheben und auch mein Bein. I want to inherit the kingdom of God. Denn ich möchte so unbedingt das Reich Gottes erben. But you see, the word of God says, those who walk according to the flesh. Aber hier steht, wer nach diesem Fleisch lebt. Those who produce the fruits of the flesh. Wer die Früchte des Fleisches produziert. Will not inherit the kingdom of God. Wird das Reich Gottes nicht erben. So starting from today, if you want to inherit the kingdom of God. Also wenn du von heute an das Reich Gottes erben möchtest. You need to stop producing the fruits of the flesh. Solltest du aufhören, die Früchte des Fleisches zu produzieren. You need to go get the word of God. Du solltest hingehen, das Wort Gottes nehmen. And you start studying the word of God. Und es auch lesen. Have you ever seen in school when the teacher gives you an exam? Habt ihr jemals gesehen in der Schule, wenn euch die Lehrer eine Arbeit gegeben haben? And when it's time for them to correct the exam they gave you. Und wenn die Zeit kommt, da sie diese Arbeit korrigieren möchten? They have an answer book where they look and they tick if it's okay. Dann haben sie dazu ein Lösungsbuch, nachdem sie es korrigieren können. Now, you need to take the word of God. Und du solltest dieses Wort Gottes nehmen. Go to Galatians chapter 5. Und zu Galater Kapitel 5 gehen. And see if the fruits that you are producing, they are the right fruits or not. Um dann zu checken, ob deine Früchte die des Fleisches sind oder des Geistes. If you are living your life and producing the fruits that have just been mentioned. Wenn du diese Früchte hervorbringst. Then change is required of you. Dann brauchst du Veränderung. I'm not the one who's saying that. Ich bin nicht derjenige, der das sagt. God is saying that you need to change. Sondern Gott sagt dann, du musst dich verändern. If you really want to inherit the kingdom of God. Wenn du wirklich das Reich Gottes erben möchtest. So it says at the end of verse 21. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. In verse 22 it says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Love. Liebe. Walk in love. Wandel in Liebe. Joy. Freude. You need to always be joyful. Du solltest immer fröhlich sein. You need to be joyful. Du solltest fröhlich sein. That's the fruit of the Holy Spirit. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Now somebody will ask me, how am I going to be joyful when I'm going through trouble? Und einer fragt mich vielleicht, wie soll ich fröhlich sein, wenn ich durch Schwierigkeiten gehe? Now it is not something that you produce mechanically. Das ist nicht etwas, was du mechanisch produzierst. It is something that is given to you. Es ist etwas, was dir gegeben wird. Jesus Christ gives it to you through his Spirit. Jesus Christus gibt dir die Freude durch seinen Geist. And that's why the Bible calls it the fruits of the Holy Spirit. Und deswegen ist es auch die Frucht des Geistes genannt. That's why, you know, every time I stand here and when you look at me, when you find me on the streets, I'm always a joyful man. Und wenn du mich hier vorne stehen siehst oder auf der Straße antriffst, dann wirst du sehen, dass ich fröhlich bin. It is not that I'm that all is always well with me. Es ist nicht so, dass alles immer gut läuft mit mir. I also have struggles. I also have problems. Auch ich habe mal Probleme oder Schwierigkeiten. But one thing I know. Aber eines weiß ich. The joy of the Lord is my strength. Die Freude des Herrn ist meine Kraft. And I'm not ready to lose my joy. Und ich bin nicht bereit, meine Freude zu verlieren. Because I always know. Denn ich weiß immer.
Weeping may endure for a night. Das Weinen bleibt durch die Nacht. But joy comes in the morning. Aber die Freude kommt am Morgen. Whatever thing comes my way. Egal was auf meinem Weg kommt. God is able to change it. Gott ist fähig es zu verändern. Whatever thing comes your way. Egal was auf deinen Weg kommt. It is not too hard for God. Es ist nicht zu schwierig für Gott. It is not difficult for God. Es ist nicht schwierig für Gott. And that's why no matter where you find yourself, you need to be rejoicing. Also egal wo du dich befindest, du solltest dich freuen. Your neighbor can think that you're mad. Dein Nachbar denkt vielleicht, du bist verrückt. They see you in a problem. They see you in a problem. Sie sehen, wie du in einem Problem steckst. But they don't see you depressed. Aber sie sehen nicht, wie du davon depressiv wirst. They see you struggling. Sie sehen, wie du Schwierigkeiten But they don't hast. See you crying. Aber sie sehen dich nicht weinen. Instead you are rejoicing. Anstattdessen sehen sie dich fröhlich. That's part of the fruit of the Spirit. Und das ist eine Frucht des Geistes. So the Bible says the fruit of the Spirit is love. Also die Frucht des Geistes ist Liebe, Joy, Freude, Peace, Friede, Patience, Geduld, Kindness, Freundlichkeit, Goodness, Güte. You need to be kind to one another. Du solltest nett zueinander, zu den anderen Menschen sein. Turn to your neighbor, give your neighbor the best smile. Gib deinem Nachbarn das beste Lächeln. And tell your neighbor. Und sag deinem Nachbarn. Neighbor. Nachbar. Be kind to me. Sei nett zu mir. Neighbor. Sei nett zu mir. Be kind to me. Nachbar, sei nett zu mir. Tell your neighbor, be kind to me. Sag deinem Nachbarn, sei nett zu mir. I like it the way Olaf is telling Myra, sei nett zu mir. Goodness. Güte. Faithfulness. Treue. You need to learn to be faithful. Du solltest lernen, treu zu sein. Faithful. To God. Treu zu Gott. That's part of the fruit of the Spirit. Das ist eine Frucht des Geistes. You know, talking about faithfulness, the Bible says that God is faithful. Die Bibel sagt, Gott ist treu. Even when we become unfaithful, God will remain to be faithful. Auch wenn wir untreu werden, Gott bleibt immer treu. Amen. Amen. So it mentions faithfulness as part of the fruits of the Spirit. Also die Treue ist auch ein Teil des Fruchtes des Geistes. And then it also mentions gentleness. Und gentleness. Auch Sanftmut. This word I always hear when people are saying, oh, the ladies, single ladies, they're looking always for gentlemen. Und dieses Wort höre ich immer, wenn gesagt wird, junge Frauen suchen nach Gentlemen. I've never heard a man who's looking for a gentle lady. Ich habe noch nie gehört, dass ein Mann nach einer gentle lady sucht. But God wants also ladies to be gentle ladies. Aber Gott möchte auch, dass Frauen sanftmütig sind. Ladies, you also need to be gentle. Auch ihr Frauen solltet sanftmütig sein. Men, you know, I see that the men are happy. Men, you also need to be gentle. Auch ihr Männer solltet sanftmütig sein. Ja, that we've talked about faithfulness. Gentleness is a fruit of the Spirit. Auch dies ist eine Frucht des Geistes. And we need to learn to be gentle. Und wir sollten lernen, so zu sein. And then it also mentions self-control. Und auch die Selbstkontrolle. Self-control. Selbstbeherrschung. This is something that we need to allow the Holy Spirit to work through us. Da sollten wir dem Geist erlauben, in uns zu wirken. We are living in a generation where people say, you just feel it, do it. Und einige sagen in dieser Generation, wenn du das fühlst, dann tu es einfach. No, you don't just feel something and do it. Du kannst nicht einfach etwas fühlen und danach handeln. Learn self-control. Sondern lerne, dich selbst zu beherrschen. It's part of the fruit of the Holy Spirit. Es ist auch eine Frucht des Geistes. Tell a neighbor, learn self-control. Sag deinem Nachbarn, lerne dich selbst zu beherrschen. So the Bible says, you know, you don't need somebody to come and control you. Du brauchst nicht jemanden, der kommt, um dich zu kontrollieren. Because you cannot control yourself. Weil du dich selbst nicht kontrollieren kannst. Do you know, there are many people, they cannot control themselves in sinning. Viele können sich selbst nicht kontrollieren, zu sündigen. They cannot control themselves from stealing something from the neighbor. Und sie können sich nicht kontrollieren, dass sie nichts vom Nachbarn stehlen. And the men in green. Die Männer in grün. Some are the men in blue. Und einige sind in blau. When they find you that you cannot
control yourself. Und wenn sie sehen, wie du dich selbst nicht kontrollieren kannst, they'll control you. Dann werden sie dich kontrollieren. How many of us like watching Achtung Kontrolle? Wer von uns mag es, Achtung Kontrolle zu schauen? That's one of my favorite programs. Das ist eine meiner Lieblingssendungen. I like watching Achtung Kontrolle. Ask my wife. Frag meine Frau, ich liebe es, mir Achtung Kontrolle anzugucken. Actually, it's also very informative. Es ist auch sehr informativ. Achtung Kontrolle. Achtung Kontrolle. But if you are not willing to learn to control yourself, to have self-control. Aber wenn du nicht bereit bist, diese Selbstbeherrschung zu erlernen, somebody is going to come and control you. Wird jemand kommen, um dich zu kontrollieren. And you're not going to like it. Und dann wirst du es nicht mehr mögen. You're not going to like it. Du wirst es nicht mehr mögen. Because your freedom is going to be taken away from you. Denn dir wird dann die Freiheit genommen. I love my freedom. Ich liebe meine Freiheit. I love my freedom. Ich liebe meine Freiheit. I hate being controlled. I love my freedom. Ich hasse es, kontrolliert zu werden, denn ich liebe meine Freiheit. And that's why I accept the fruit of the spirit, self-control. Deswegen nehme ich die Frucht des Geistes der Selbstbeherrschung an. And the Bible says, against this there is no law. Und die Bibel sagt, na, gegen diese gibt es kein Gesetz. Amen. So these are the fruits of the Spirit. Also dies sind die Früchte des Geistes. But going back to the book of Revelation. Lass uns zurückgehen zu Offenbarung Kapitel 2. Jesus speaks of this church that they had patience. Steht über diese Gemeinde, dass sie Geduld hatte. In other words, you're saying, I notice that you have the fruits of the Spirit. Mit anderen Worten wird gesagt, ich habe erkannt, dass ihr die Früchte des Geistes habt. Verse 2, it says, I know your works. Ich kenne deine Werke. I know your labor. Ich kenne deine Mühsal. And your patience. Und deine Geduld. And how you cannot bear them which are evil. And you have tried them which say they are apostles and are not, and has found them to be liars. Und weißt, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner befunden. And verse 3, it says, and has borne and has patience, and for my name's sake has you have labored and you have not fainted. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last ertragen und bist nicht müde geworden. You know, church, it is not time to faint. Gemeinde, es ist keine Zeit, müde zu werden. It's not time to faint. Es ist keine Zeit, müde zu werden. It's time to keep on going. Es ist Zeit, weiterzumachen. It's time to continue living in the Spirit. Es ist Zeit, weiter im Geist zu leben. And God noticed that this church, they had not fainted. Und Gott hat gesehen, dass diese Gemeinde nicht müde geworden ist. They knew how to do good and they continued doing what was good. Sie wussten, wie sie Gutes tun können und haben es weiter getan. Actually, in the 7 letters that Jesus wrote to the churches, Jesus was admonishing them. He was encouraging them. Und in diesen 7 Briefen, die er ihnen geschrieben hat, hat er Ephesus ermutigt. Let me just mention, the Greek word church means ecclesia. Das griechische Wort für Kirche heißt Ecclesia. And it means a people who are called out. Und es bedeutet Menschen, die hinausgerufen wurden. As a believer, you are called out of the world. Als Gläubiger bist du herausgerufen aus der Welt. And you have been brought into the kingdom of God. Und du wurdest gebracht in das Königreich Gottes. So you represent the church of God. Also repräsentierst du die Gemeinde Gottes. Amen. You represent. You've been called out from the world. Du repräsentierst die Gemeinde Gottes und wurdest aus der Welt gerufen. Turn to your neighbor and tell your neighbor. Sag deinem Nachbarn. I'm called. Oh. Tell your neighbor, I'm called. Oh. I'm called out. Oh. Ich wurde herausgerufen. Oh. Say it well. I'm called out. Oh. you don't understand, but some people understand what I'm talking about. Tell your people, I'm called out. Oh. Ich wurde herausgerufen. Say, I'm called out. Oh. Ich wurde herausgerufen. Oh. You have been called out of the world. Du wurdest aus der Welt herausgerufen. Amen. Amen. Hebrews chapter 10, verse 25, it says, not forsaking the assembly of ourselves together, as the manner of some is, but exalting one another, and so much more, as you see
the day approaching. Do not forsake the assembling of ourselves together. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, um das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. As a church, we need to meet together and encourage one another and be a blessing to one another. Als Gemeinde sollten wir uns einander ermutigen und ein Segen füreinander sein. That is what God requires of us. Das verlangt Gott von uns. That we meet together. Dass wir uns treffen. And the beautiful part about it is that when we meet together in the name of the Lord. Und das Schöne ist, wenn wir uns im Namen des Herrn versammeln. He is present. Ist er auch gegenwärtig? God is there. Gott ist da. God is here. Gott ist hier. That's why, you know, I'm always excited to come to church to meet with brethren. Und deswegen freue ich mich immer, zusammenzukommen mit meinen Geschwistern. Because I know God is there. I cannot see him, but I can sense his presence. Denn ich weiß, Gott ist da. Ich kann ihn vielleicht nicht sehen, aber ich kann seine Gegenwart spüren. He is here. Er ist hier. Amen. Amen. God is here. Gott ist hier. We need to always remember this and come and just fellowship together. Und deswegen sollten wir uns daran erinnern, wenn wir uns jedes Mal treffen. So the Lord is present every time we meet. Gott ist gegenwärtig jedes Mal, wenn wir uns treffen. It takes active interest in what you are doing here. Und es braucht aber ein Interesse, dass wir an dem, was wir hier machen. And is involved with us here. Und er ist immer dabei, wenn wir etwas tun. God is here. Gott ist hier. So you know, John received this revelation. Johannes from God. Hat diese Offenbarung bekommen von Gott. And he received a letter for the church of Ephesus. Und so hat er diesen Brief an die Epheser bekommen. Ephesian means desirable. Ephesus bedeutet auch, dass man es verlangen möchte. Actually, when I was studying this, you know, I got interested because the church in Ephesus that Jesus was writing the letter to. Und ich habe mein Interesse wurde geweckt, als ich das gelesen habe. Was a church that was planted by Apostle Paul. Dass Ephesus gepflanzt wurde von Apostel Paulus. And Paul planted this church only with 12 people. Und Paulus hatte diese Gemeinde mit 12 Menschen angefangen. Actually, at that time when that church was planted, there was a great outpouring of the Spirit of God. Und damals gab es ein großes Fließen des Heiligen Geistes. You can read that in Acts chapter 19, verse 6. Man kann das in Apostelgeschichte 19 lesen. But later, Timothy, who we know was together with Paul, he became the pastor of this church. Und später wurde Timotheus zu diesem Pastor. And that's why in 1 Timothy chapter 1 verse 3. Und deswegen steht im 1. Timotheus Kapitel 1 Vers 3. Paul wrote to Timothy. Da hat Paulus an Timotheus geschrieben. And he told them, I urge you to stay and stop false doctrine. Ich bitte dich gegen falsche Dogmen zu stehen. So it means there are people who are trying to come in and bring false doctrine. Das heißt, es gab damals Menschen, die versuchten, falsche Dogmen hineinzubringen. And Paul writes to Timothy and he says, I want you to stay there and stop those people who are trying to bring false doctrine. Und deswegen sagte Paulus zu ihm, ich möchte, dass du standhaft bleibst und gegen diese falschen Sachverhalte gegen stehst. So it's interesting that Jesus, when writing the letter to the Ephesians, he mentions about that. Und deswegen ist es sehr interessant, dass er davon spricht. He talks to them about false apostles. Er spricht darin auch über die falschen Apostel. And he warns them against false apostles. Und er warnt die Menschen gegen diese vor diesen falschen Aposteln. So you see that Jesus commends this church. Also Jesus. He commends them. He talks something good about them. Ermutigt diese Gemeinde, indem er etwas Gutes über sie sagt. You know, I always ask myself, what can or what will Jesus talk about this church? Und ich frage mich immer, was wird Gott über diese Gemeinde hier sagen? What do you want God to talk or testify about this church? Und was möchtest du von Gott hören, dass er über diese Gemeinde sagt? You know, I walk around and I hear people talking of other churches, and sincerely, I don't want people to say such things about this church.
Und ich höre immer wieder, wie Menschen etwas über andere Gemeinden sagen, und ich möchte sowas nicht über meine, also über diese Gemeinde hören. Oh, this church, they tolerate this. There are prostitutes in this church. There are thieves in this church, and what have you? Es gibt Menschen, die von anderen Gemeinden sagen, es gibt dort Diebe und alle. Yeah, people talk sad things about different churches. Und so werden schlimme Sachen über die Gemeinden gesagt. And that is because those churches, they entertain sad things. Denn solche Gemeinden ertragen oder erdulden sowas. Now, a church is a place for worship for everybody. Aber unsere Gemeinde ist ein Platz für alle Menschen. Everybody is welcome to come and worship God. Denn jeder ist willkommen, um Gott anzubeten. But you know, it's not that everything is allowed for everybody to come and just do anything they want. Aber nicht jeder darf alles tun, was möchte. The right kind of church is a church that lives in the Spirit, that do things being led by the Spirit of God. Die richtige Gemeinde tut alles nach dem Geiste Gottes. The right church is a church that is full of the fruits of the Spirit. Und die richtige Gemeinde ist voller Früchte des Geistes. And that's why it's important for me. This church, we are going to be full of the fruits of the Spirit. Und deswegen finde ich es wichtig, dass diese Gemeinde voller Früchte des Geistes sein wird. Not full of the fruits of the flesh. Nicht voller Früchte des Fleisches. But if you go out and some people look at you, you are producing fruits of the flesh. Sondern dass wenn du hinausgehst und Menschen sich sehen und du Früchte des Fleisches hervorbringst. They say, okay, you go to this church. Yeah? This church is the one they produce these kinds of fruits. Eh? Dass die Menschen nicht sagen werden, ach, du gehörst auch zu dieser Gemeinde, also produziert diese Gemeinde solche Menschen. So I hope you are producing the right kinds of fruit. Und so hoffe ich, dass ihr die richtigen Früchte produziert. But what do you think God is going to speak about this church? Aber was denkt ihr, dass Gott über diese Gemeinde sagen wird? Do you love this church? Liebst du diese Gemeinde? I love this church. Ich liebe diese Gemeinde. I love this church, and I want God to speak the right testimony about this church. Ich möchte, dass Gott ein gutes Zeugnis über diese Gemeinde sagen kann. But in verse 2 we see that this church, they were a serving church. In Vers 2 sehen wir, dass diese Gemeinde in Ephesus eine dienende Kirche war. And Jesus said, I know your works, I know your labor. Und Jesus sagt, ich kenne deine Werke und deine Mühsal. Number 2, they were a discerning church. They were a discerning. They had this spirit of discernment. They could discern that this is a right apostle and this is a wrong apostle. Diese Gemeinde konnte erkennen, welche Apostel richtig sind. Sie hatten den Geist der Unterscheidung. And that's why Jesus spoke to them and said, You can discern that these are not the right apostles. Und deswegen sagt er ihnen, ihr könnt erkennen, wer die richtigen Apostel sind. And number 3, they were a church that was persevering. Und sie hatten ein Durchhaltevermögen. And he says, verse 3, and has borne and has patience and for my name's sake has labored and you have not fainted. Und hast Geduld gehabt und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. So, you know, this time Jesus, verse 1 to verse 3, Jesus was talking nice things about them. Also in diesen drei Versen sagt Jesus gute Sachen über die Gemeinde. But, aber, actually, each and every one of us, you like people to talk nice things about you. Ich denke, jeder von uns mag es, wenn jemand etwas Gutes über uns sagt. Even without asking you, Miri, I know. Ohne dass ich dich frage, weiß ich es schon. She's looking at Fatima. I mean you, Miri. How many of us do not like somebody talking nice things about you? Wer von uns mag es nicht, wenn jemand etwas Gutes über uns sagt? When you come talking to me nice things about me, I will look at you and give you my best smile. Wenn du zu mir kommst und mir etwas Gutes sagst, dann werde ich dir mein bestes Lächeln geben. I keep quiet. It's sort of a sad acting. I don't want to hear. But in my heart, I say, okay, keep on saying that. Ich werde nichts sagen und ich würde so tun, als würde ich es nicht hören wollen, aber im Herzen werde ich es hören wollen. So Jesus talked nice things about this church. Also wurde auch über diese Gemeinde etwas Gutes gesagt. When somebody comes and tells me nice things about me. Und wenn jemand kommt und mir etwas Gutes sagt, I usually have the fruit of the spirit of patience. Habe ich oft die Frucht des Geistes, und zwar die Geduld. And I'm waiting. Und ich warte. Because most of the time there is a but. Denn meistens gibt es ein Aber. You know, you are the best chocolate. There's
Weißt du was, du bist der beste Schokoladenpastor, aber... And then they come and they give a pause. Und dann machen sie eine kleine Pause. But... Aber... And then they say the other thing. Und dann kommen die ganzen anderen Sachen. Actually, the first statement... The good things was just to prepare you for the main point. Eigentlich waren die ersten guten Sachen nur dazu gedacht, um dich zu vorzubereiten. And Jesus talked to them nicely. Und Jesus sprach gut zu ihnen. And verse 4, the bad came. Und ab Vers 4 kommt das Schlechte. I don't know which this version. What does it says? This version I like it. It says, but I have this against you. Aber ich habe gegen dich. It says but. Aber. My version says nevertheless. Meine Version sagt nichtsdestotrotz. I have something against you. Habe ich etwas gegen dich. Now I want us to make a pause here. Ich möchte, dass wir hier eine Pause machen. And I said in the beginning, you know yourself better than I know you. Ich sagte am Anfang, du kennst dich selber besser als ich dich. For those who are married, you know yourself better than your spouse knows you. Und dann diejenigen, die verheiratet sind, ihr kennt euch selbst als dein Ehemann oder deine Ehefrau. Now, what is it that God has against you? Also, was ist es, was Gott gegen dich hat? Most of the times, you know, we just show people our best colors. Meistens zeigen wir den Menschen unsere besten Seiten. But the bad colors, we hide them. Aber die schlechten Farben verstecken wir. You don't want to show somebody the bad part of you. Und niemand möchte jemand anderem die schlechten Seiten zeigen. Because you know, lots of people, nobody wants to be rejected. Denn niemand möchte verachtet werden. So when you show your bad parts, also wenn du deine schlechten Seiten zeigst, you fear that you're going to be rejected. Dann hast du Angst, dass du zurückgewiesen wirst. So you dress very well. Also ziehst du dich gut an. You give your best smile. Und du gibst dein bestes Lächeln. You comb your hair very well. Und du machst deine Haare schön. So Jesus said, nevertheless, I have something against you. Nichtsdestotrotz habe ich etwas gegen dich. And it's because you have left your first love. Denn du hast deine erste Liebe verlassen. You have left your first love. Du hast deine erste Liebe verlassen. Now I have a question to you. Ich habe eine Frage. Have you forsaken your first love? Hast du deine erste Liebe verlassen? Have you forsaken your first love? Hast du deine erste Liebe verlassen? 1 John chapter 4 verse 19. 1. Johannes Kapitel 4 Vers 19. He says, "We love him because he loved us first." Lass uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. We love him because he has loved us first. Wir lieben ihn, denn er hat uns zuerst geliebt. We love God. We love Jesus because he has loved us first. Wir lieben Gott, wir lieben Jesus, weil er uns als erstes geliebt hat. Now there's a lot of things that God put in my heart that I need to say concerning this. Es gibt noch vieles, was Gott in mein Herz gegeben hat, das ich sagen soll. But I'll continue it at the right time. Aber ich werde davon beim nächsten Mal berichten. But I want us to stop here and you just ask yourself this. Lass uns hier einen Halt machen und uns selbst fragen. God ought to be our first love. Gott sollte unsere erste Liebe sein. It is somebody that we need to love him at all time. Und wir sollten ihn die ganze Zeit lieben. Have you forsaken your love for God? Hast du deine Liebe zu Gott verlassen? For those people who've been in love before, or who are in love just like me. Für diejenigen, die gerade verliebt sind. You know, when you're in love with somebody, you try to give the best. Und wenn du verliebt bist, dann versuchst du immer nur das Beste zu geben. You try to give extra time to be with the person that you love. Und du versuchst immer mehr Zeit oder immer noch extra Zeit mit dieser Person zu verbringen. When you are forsaking your first love, aber wenn du diese Liebe verlässt, you realize you stop doing the things that you started doing in the beginning. Erkennst du, dass du aufhörst, die Dinge zu tun, die du am Anfang getan hast? Have you forsaken your first love
for the Lord? Hast du deine erste Liebe zu Gott verlassen? Have you forsaken your first love for the Lord? Hast du deine erste Liebe zu Gott verlassen? Are there things that you did when you first knew the Lord that you stopped doing? Gibt es Dinge, die du damals getan hast, als du Gott als zuerst geliebt hast? You used to pray so much. Und die du heute nicht mehr tust, wie zum Beispiel beten. You used to be friendly and kind to your neighbor. Und du warst damals freundlich zu deinem Nachbarn. You used to do things in a nice way, something of that sort. Und du hast die Dinge so viel anders gemacht. But with time, you stopped doing the things that you are doing. Aber mit der Zeit hast du aufgehört. Do you know what Jesus told this church? Wisst ihr, was Jesus dieser Gemeinde sagt? I want us to read. As we finish, verse 5, it says, "Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place, and yet you repent." So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Repent and do the things that you used to do at first. Tue Buße und tue die Dinge, die du am Anfang getan hast. People in love, you see the man who's just a in love with somebody bringing flowers, but with the time, the lady will wait and will not see the flowers. Am Anfang bringt der Mann noch, wenn er verliebt ist, frische Blumen mit, aber mit der Zeit wird die Frau lange darauf warten können. The lady married this man and was expecting, oh, I will see this all my life. Und die Frau dachte, ich würde das die ganze Zeit meines Lebens sehen. After the wedding, those nice things, they stop. Und nach der Hochzeit werden all diese schönen Dinge aufhören. And the lady asks, what have I done? What have I done? Und dann wird die Frau sich fragen, was habe ich bloß getan? And the man does not understand, but the lady, what have I done to you? You never bring me flowers anymore. Die Frau wird sich fragen, was habe ich denn getan? Du bringst mir keine Blumen mehr. Where is your first love? Wo ist deine erste Liebe? Now Jesus said, repent. Jesus sagt, tut Buße. Repent means to turn. Es bedeutet, sich umzudrehen. And do the things that you used to do in the beginning. Und wieder anfangen, das zu tun, was du am Anfang getan hast. Do the things that you used to do in the beginning. Tu die Werke, die du am Anfang getan hast. And you know, listen to what Jesus told this church. Hör auf das, was Jesus dieser Gemeinde sagt. If you don't repent, I will come and remove your candlestick from its place. Wenn du nicht Buße tust, dann wird dein Leuchter weggestoßen. He says, verse 5, remember therefore, from where you have fallen, repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place, unless you repent. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte. Remember, I said in the beginning, the lampstick, the candlestick was in the presence of God shining. Und diese Leuchter haben in der Gegenwart Gottes gescheint. So Jesus is telling this church, unless you repent and go back to do the things you used to do in the beginning. Und Jesus sagte, wenn du nicht Buße tust und nicht zurück zu deinen ersten Werken gehst, I will come and pluck you out of my presence. Werde ich kommen und dich aus meiner Gegenwart hinausstoßen. If you want to continue being in the presence of God, wenn du weiterhin in der Gegenwart Gottes sein möchtest, repentance is required of you. Dann ist Buße wird Buße von dir verlangt. Jesus say, repent. Jesus sagt, tue Buße. And I believe it's time to go back to our first love. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir zurück zu unserer ersten Liebe gehen. In the beginning, when you first love the Lord, you are so committed, you are so faithful to God. Und als du Jesus zum ersten Mal geliebt hast, warst du so treu und voller Hingabe. After some time, your faithfulness is no longer being seen. Your commitment is no longer being seen. Aber nach einer Zeit sieht man deine Treue nicht mehr. And they ask, what happened to you? Und Menschen fragen, was ist passiert mit dir? Just like the lady asked the husband, what have I done to you? So wie die Frau fragte, was habe ich denn getan? And people are wondering, what has happened to you? Und die Menschen fragen sich, was ist mit dir passiert? Oh, you used to come to prayer meetings, you used to never miss a church service. Du bist früher immer zu den Gebetstreffen gekommen und du hast nie einen Gottesdienst verpasst. You
loved God with all of your heart. Und du hast den Herrn mit deinem ganzen Herzen geliebt. That's the time you hear people giving a lot of excuses. Und da fangen Menschen an, Ausreden zu haben. Oh, Sunday I have to do that, I have to do this. Sie sagen, oh, Sonntag muss ich doch schon das und das machen. I bought my wife a new car, I have to wash the car for my wife on Sunday. Ich habe meiner Frau ein neues Auto gekauft und ich muss es sonntags waschen. You will hear many excuses. Du wirst viele Ausreden hören. But God says, repent. Aber Gott sagt, tue Buße. Repent. Tue Buße. Let's just stand up and you pray. Lass uns beten. Father, we thank you for your word. Vater, wir danken dir für dein Wort. You know us better than anyone knows us. Du kennst uns besser als je jemand anderes uns kennen wird. You know our works. Du kennst unsere Werke. If we've fallen, you know where we've fallen from. Und wenn wir hinabgefallen sind, weißt du, wovon wir gefallen sind. You know the works that you used to do in the beginning that we are not doing. Und du kennst die Werke, die wir am Anfang gemacht haben, aber jetzt nicht mehr tun. You know how committed we were. Und du weißt, wie voller Hingabe wir waren. You know how faithful we were. Und du weißt, wie treu wir waren. But Lord, something has come and stole our faithfulness from you. Aber Herr, etwas ist gekommen und hat unsere Treue zu dir weggenommen. But this afternoon we come to you, Lord. Aber an diesem Nachmittag kommen wir zu dir, Herr. We ask for forgiveness. Und wir bitten dich um Vergebung. For going back to the world. Dass wir in die Welt zurückgegangen sind. We ask for forgiveness, oh Lord. Bitten wir dich um Vergebung. For being unfaithful. Und dass wir untreu waren. We ask for forgiveness, Lord. Da bitten wir dich um Vergebung. For going back to the works of the flesh. Um, dass wir zurückgegangen sind zu den Werken des Fleisches. And Father, as a church, I pray for each and every one of us. Und Vater, als Gemeinde bete ich für jeden einzelnen von uns. And I ask you, oh Lord. Und ich bitte dich, Herr. That you give us strength. Dass du uns Kraft gibst. To walk in the Spirit. Im Geiste zu wandeln. Give us strength to make this decision. Bitte gib uns Kraft, dass wir diese Entscheidung treffen. As a Christian, I'm going to bear the fruits of the Spirit. Als Christ möchte ich die Früchte des Geistes vollbringen. Father, I pray. Und Vater, ich bete. That you give me strength. Dass du mir Kraft gibst. To represent you in the right way. Um dich zu repräsentieren auf die richtige Weise. Lord, I pray for this church that is going to be a church that people know that true worshipers go there. Und ich bete, dass diese Gemeinde eine Gemeinde sein wird, von denen Menschen sagen werden, wahre Anbeter sind da. Father, we just surrender our lives to you. Und Herr, deswegen geben wir dir unsere Leben. Just lift up your hands and tell God, God, I surrender. Lass uns unsere Hände erheben und Gott sagen, ich gebe mich dir hin. I surrender my life to you. Herr, ich gebe dir mein Leben. I'm going to worship you in spirit and in truth. Und ich möchte dich anbeten in Wahrheit und im Geist. I will bear the fruits of the Spirit. Und ich möchte die Früchte des Geistes tragen. I surrender. I surrender, oh, I surrender, oh, all to Jesus, I surrender, oh, 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 to thee, my blessed Savior, I surrender, oh, I surrender.